Sunshine! Huhu! Super Mario Sunshine, das 2002 für den GameCube auf den Markt kam, ist wohl das umstrittenste Mario-Spiel und für viele das schlechteste der Reihe. Allerdings muss man auch sagen, dass selbst das schlechteste Mario-Spiel im Vergleich zu anderen immer noch ein gutes Spiel ist. Aber hier soll es nicht um eine Bewertung zu dem Spiel gehen, sondern um interessante und wissenswerte Fakten zu Super Mario Sunshine. Wie zum Beispiel einen gestrichenen Multiplayer-Modus, einige andere gestrichene Inhalte und darum, dass westliche Spieler eine einfachere Version als die Japaner bekommen haben. Also fangen wir an, aber zuerst wie immer das Intro. Nachdem Super Mario 64 mit seinem Sandbox-Gameplay für Nintendo ein Riesenerfolg war, wollte man mit dem Nachfolger Super Mario Sunshine an diesem System festhalten. Wie üblich wurden während der Entwicklung einige Ideen immer wieder geändert oder verworfen. Mit gestrichenen Inhalten fangen wir auch mal an. In meinem Video zu Super Mario Odyssey habe ich erwähnt, dass hier zum ersten Mal Menschen mit realistischen Proportionen auftauchen. Tatsächlich wäre das aber fast schon früher vorgekommen. In ersten Gameplay-Aufnahmen von Super Mario Sunshine sieht man, dass in der Welt ursprünglich Menschen auftauchen sollten. Wie dieses braunhaarige Mädchen hier zum Beispiel. Diese Idee hat Nintendo wieder verworfen und erst wieder bei Super Mario Odyssey aufgegriffen. Der Gameplay-Trailer, der hier übrigens läuft, wurde 2001 von Shigeru Miyamoto einigen Journalisten gezeigt. Da es sich dabei aber um eine frühe Version handelte, sollte der eigentlich nur den Journalisten vorbehalten sein und nicht veröffentlicht werden. Das hinderte IGN aber nicht daran, eine abgefilmte Version davon zu veröffentlichen. Allgemein wurden viele Ideen wieder verworfen, was zu großen Teilen auch an der stressigen Entwicklung lag. Super Mario Sunshine wurde in nur 1,5 Jahren entwickelt, weil man hoffte, die Verkaufszahlen des GameCubes damit in die Höhe zu treiben, da diese hinter den Erwartungen geblieben sind. Das konnte den GameCube aber auch nicht retten, das ist aber ein Thema für ein anderes Video. Eine andere Idee, die die Entwickler ursprünglich hatten, war ein lokaler Mehrspielermodus, in dem man das Spiel zu zweit hätte spielen können. In den Spieldateien findet man noch die Kamerafunktion SMS ist Multiplayer Map, die vom Geschehen wegzoomen soll, um beide Spiele im Blick zu haben. Warum Nintendo die Idee eines Multiplayers fallen gelassen hat, ist leider nicht bekannt. Noch ein Feature, das gestrichen wurde, findet man in der japanischen Version des Spiels. Einige Dateien deuten darauf hin, dass ein Zugsystem auf Isla Delfino geplant war. In den Dateien findet man die dazugehörigen Dialoge, die geführt werden, wenn man ein Ticket kauft. Noch dazu findet man eine Liste von Stationen, die es wohl geben sollte. Der Zug sollte wohl ursprünglich der Hauptzugang zu den verschiedenen Gebieten sein. Um Tickets für den Zug kaufen zu können, hätte man natürlich Geld gebraucht. Und damit kommen wir gleich zum nächsten gestrichenen Feature, und zwar die Währung Soil Coins. Warum man die Idee mit dem Zugsystem und der Währung wieder fallen gelassen hat, wissen nur die Entwickler. Neben all diesen Dingen gab es auch einige Level, die es nicht ins fertige Spiel geschafft haben, aber auch die findet man noch in den Spieldateien. Darunter Level wie Hotel Agrima, Aerod Rock, Warship Island und Fire Shrine. Nebenbei verraten die Dateien auch, dass das Gebiet Corona Mountain wohl ursprünglich um einiges größer war, später aber wieder verkleinert wurde. Heutzutage würde man das Level wohl nicht mehr Corona Mountain nennen. Es gibt aber auch einige geplante Gegnertypen, die es nicht ins fertige Spiel geschafft haben. Darunter zum Beispiel ein Gegner namens Toru Kuri, der ebenfalls noch in den Spieldateien gefunden werden kann. Der Gegner hätte Marios Kappe stehlen können. Der Name Toru Kuri ist eine Referenz an das japanische Wort Dorobo, was so viel wie Dieb bedeutet. Eine andere Idee, die man wieder verworfen hat, war eine Funktion für die Dreckweg-Wasserpistole oder im Englischen Flood, was Flash Liquidizer Ultra Dosing Device bedeutet. Die sollte ursprünglich nämlich eine Funktion haben, um Gegner abzuschießen. Man befürchtete aber, dass in Amerika Kritik wegen der Waffe laut werden könnte. Dazu, dass man in Amerika Kindern Waffen kaufen kann, aber sauer wird, wenn sie in einem Videospiel auftauchen, sage ich jetzt einfach mal nichts. Da wir schon von gestrichenen Inhalten reden, es gibt einige geplante Super Mario Spiele, die während der Entwicklung wieder eingestampft wurden. Wenn euch das interessiert und euch mein Video gefällt, lasst gerne ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Dazu werde ich in nächster Zeit nämlich ein Video machen.
Aber jetzt wieder zurück zu Super Mario Sunshine und einem Rechtschreibfehler, der sich vielleicht wegen der stressigen Entwicklungszeit ins Spiel geschlichen hat. Damit war es das vorerst einmal mit den gestrichenen Inhalten. In der Zwischensequenz, in der Mario zum ersten Mal auf die Dreckwegpistole trifft, gibt es ein nettes Detail zu entdecken. Wenn Mario gescannt wird und man die Texte genauer betrachtet, sieht man, dass im Text rechts unten in der Ecke verschiedene Mario-Spiele rückwärts geschrieben stehen. Witzigerweise wurden aber die Spiele Super Mario Kart und Mario Kart 64 falsch geschrieben. In beiden Fällen wurde nämlich das Wort Kart falsch geschrieben. Kommen wir mal zu Änderungen in der europäischen Version im Vergleich zur japanischen. Nintendo ging nämlich offenbar davon aus, dass wir in Europa nicht so gut in Videospielen sind wie die Japaner. Ein Beispiel dafür finden wir in Lido Serena. In der sechsten Mission ist es unsere Aufgabe, die Gegend vom Elektroschleim zu befreien. In der japanischen Version muss man, um die Mission abzuschließen, 99% des Schleims entfernen. In der westlichen Version für Amerika und Europa sind es nur 95%. Wir in Europa wurden wohl für ziemlich unfähig gehalten, denn die europäische Version hat im Vergleich zu Amerika und Japan noch einen Unterschied. Die Windmühlen in Monte Bianco drehen sich in der europäischen Version nämlich langsamer als in den anderen Versionen. Auch das Riesenrad in Isla Fortuna ist bei uns Europäern langsamer als im Rest der Welt. Manche Dinge sind aber in jeder Version gleich, wie zum Beispiel Palmadon, der uns in Super Mario Sunshine zu mehreren Rennen herausfordert. Denn der ist entweder eine Hommage an die Zelda-Spiele oder die Entwickler waren zu faul, einen eigenen Charakter zu designen. Wenn man die Maske nämlich entfernt, sieht man, dass es sich dabei um den Running Man aus Ocarina of Time handelt, beziehungsweise um den Postboten aus Majora's Mask. Mit der Hilfe von Super Mario Sunshine wurde übrigens auch mal eine psychologische Studie durchgeführt. Der Wissenschaftsverlag Sage Publications führte 2009 eine Studie durch, um hilfsbereites Verhalten zu untersuchen. Dafür wurden die Testpersonen in drei Gruppen aufgeteilt und bekamen jeweils verschiedene Spielergenres zu spielen. Eine Gruppe bekam brutale Spiele wie zum Beispiel Shooter, die zweite Gruppe neutrale Spiele und die dritte Gruppe bekam soziale Spiele wie unter anderem Super Mario Sunshine. Nachdem die Personen eine Zeit lang gespielt haben, bekamen sie die Aufgabe, einem ihrer Kollegen ein Puzzle zu geben, das der Kollege lösen muss. Dabei waren die Puzzle in verschiedene Schwierigkeiten aufgeteilt. Den Personen, die die Puzzle auswählen sollten, wurde gesagt, dass der andere einen Preis bekommen sollte, sollte er das Puzzle lösen. Das Ergebnis der Studie war, dass diejenigen, die soziale Spiele wie Super Mario Sunshine gespielt haben, ihren Kollegen leichtere Puzzle zu lösen gaben als die anderen Gruppen. Das Ergebnis der Wissenschaftler war also, dass Spieler wie Super Mario Sunshine die Menschen inspirieren kann, hilfsbereiter zu sein. Videospiele werden recht häufig für Studien verwendet. Vielleicht mache ich dazu mal ein eigenes Video. Lasst also gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr das nicht verpassen wollt. Wenn ihr mehr zu Mario sehen wollt, schaut gerne mal bei meinem Video zu Super Mario Odyssey rein. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin.